Okay, ein Stück Fichte, das erst gespalten und dann mit Holzstückchen und Heißkleber wieder zusammengeklebt worden ist. Was wird das? Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. Unsere Freunde haben uns damals zur Hochzeit einen sogenannten Hochzeitsbaum aufgestellt. Und als wir den dann nach einem Jahr wieder umgelegt haben, habe ich mir vom Stamm ein Stück aufgehoben mit dem Hintergedanken, irgendwann mal was Cooles draus zu machen. So als Erinnerung, Andenken. Ja, heute ist es endlich soweit. Das ist das besagte Stück Stamm. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mit der Axt das in Stücke gespalten und diese Stücke anschließend wieder mit Holzstückchen und Heißkleber mit ein bisschen Abstand zusammengeklebt. Ja, und was ich da draus jetzt mache, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich denke, ihr habt es schon erraten. Ich will den Klotz jetzt im ersten Schritt mit Epoxidharz verfüllen. Dazu brauchen wir jetzt eine Form. Ich habe im Fundus von uns zu Hause einen Popcorn-Eimer gefunden. Da passt das Ding schön rein. Einigermaßen streng. Ja. Wir haben hier nur ein bisschen, gerade im Außenbereich, Luft, wo natürlich man Epoxidharz bräuchte ohne Ende. Und um das noch ein bisschen einzuschränken oder einzusparen, habe ich jetzt vor, einfach nur mit ein bisschen Laserschnittabfälle, 3 mm Sperrholz, die Löcher aufzufüllen. Und genau das machen wir jetzt. Ist einfach, je mehr man da ringsherum auffüllt, wo man es danach eh ja abdrechseln muss, dass es was gleich schaut, umso mehr Harz spart man sich. Das Harz ist nicht ganz günstig. Macht also Sinn, dass man hier ein bisschen wirtschaftet. Das andere, was ich hoffe, es ist doch relativ viel Harz, das ich brauchen werde, dass es nicht zu warm wird beim Aushärten und ich dann keine Probleme kriege mit Aufkochen vom Harz. Das kann nämlich passieren, wenn die Schichtdicken, die man auf einmal gießt, zu groß sind, dass das Harz durch die exotherme Reaktion so heiß wird, dass es ja im Endeffekt kaputt geht im weitesten Sinne oder springt. Und das wäre natürlich schade. So, dann machen wir uns mal ans Harz mischen. Dann legen wir mal los. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir erstmal nur Handschuhe. Gut, ich verwende wie immer das Epoxidharz von Chemische Erzeugnisse E45. Und ja, die Farben habe ich mal irgendwo beim großen A bestellt, sind im Endeffekt so Tintenfarben zum Einfärben von Epoxidharz. Das Harz wird im Verhältnis 100 Gramm Harz zu 50 bis 55 Gramm Härte angemischt. Drum vage, ja. Bei den Milliliter, wenn man mit Volumen arbeitet, ist es ein bisschen anders. Das sind 100 Milliliter Harz und 55 bis 60 Milliliter Härte. Muss man also berücksichtigen, je nachdem, wie man abmisst. Das Harz hat eine Standzeit, also Tropfzeit nennt man es auch, von einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Wird deutlich kürzer, wenn man viel Harz macht und es warm wird, weil es dann schneller aushärtet. Das ist auch so ein bisschen die Gefahr, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn wir jetzt dann das machen. Aushärten tut es dann. Also endfest nach 36 bis 48 Stunden. Tun wir dann im Pressure Pot, dann druckt es das Harz noch ein bisschen ins Holz rein und verfüllt die Poren und dann haben wir auch keine störenden Luftblasen. Weil wir das Harz dieses Mal nicht ja, undurchsichtig machen mit irgendeinem Pigment, sondern eben mit diesen Tinten hier so ja, durchscheinend, dass man ein bisschen das Holz noch sieht, beziehungsweise in die Spalten dann reingucken kann. Dann mischen wir das Harz mal an. Problem ist auch, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Harz da zwischendrin Platz hat. Ich mache jetzt mal so einen Becher voll und das wird wahrscheinlich hinten und vorne nicht reichen. Ich hoffe, dass mein Harz überhaupt reicht. Wir werden es sehen. Auch mal 300 Gramm Harz. Und entsprechend, wie gesagt, da steht es für 100 Gramm Harz, brauchen wir 50 bis 55 Härte. Also das Dreifache sind es 150 bis 165. Machen wir 160. Und fangen an mit Grün. Aufgeschüttelt habe ich sie vorhin schon. Bloß nochmal kurz aufschütteln und tun mal 3 Tropfen rein. Wir merken uns die Tropfenzahl, weil wenn wir nochmal ein Batch Harz anmachen müssen, dann bringen wir dieselbe Farbe hoffentlich wieder hin. Und vom Blau nehmen wir mal 2.
Und dann muss man das ordentlichst verrühren, damit sich das Harz auch wirklich schön gut mit dem Hartstoff verbindet. Weil wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir im Harz Stellen, die entsprechend aushärten und Stellen, die entsprechende Drumhandschuhe, die entsprechend nicht so aushärten. Und das wäre ziemlich blöd. Und jetzt schauen wir, dass wir da eine Farbe hinkriegen, die relativ durchsichtig ist, aber eben so einen farbigen Akzent hat. In so Meeresblaugrün nenne ich es jetzt mal. Von der Farbe her gefällt es mir so ganz gut, nicht zu blaustichig, aber es darf noch ein bisschen mehr werden. Also tun wir nochmal zwei Grün und ein Blau rein. Wir notieren uns das, dass wir das nachher dort definitiv noch wissen. Machen wir einen Stift. Stift! Also wir haben von Blau und Grün. Zuerst von Blau 2 und von Grün 3. Dann von Grün nochmal 2 und von Blau 1. So. Dann schauen wir mal, wie die Farbe jetzt dort. Sehr. Man sieht im Harz übrigens beim Umrühren teilweise Schlieren. Ja, die Schlieren, man kennt es, wenn man warmes und kaltes Wasser zusammenschüttet. In dem Fall ist es nicht warmes und kaltes Wasser, sondern Harz und Härter. Man muss gerade auch vom Rand schauen, dass man das alles wirklich sauberst und schön vermischt. Lieber zu viel als zu wenig rühren. Aber ich denke, wir können da nun eine Farbe spendieren. Ich muss meine Hände wieder sauber machen. Wir machen nochmal 2 Blau und 3 Grün. 4 Grün. Weil im Becher sehen die Farben immer dunkler aus, weil man da ja durch deutlich mehr Schicht durchschaut, als es dann im Endeffekt in dem Spalt zwischen den Holzstücken ist. Und darum nehmen wir da ein bisschen mehr. Gut. Ich denke, ich habe genug gerührt, hoffe ich. Und gießen das Ganze in unseren Eimer. So, und wir sehen, dass wir nichts sehen. Das heißt, wir brauchen noch jede Menge Harz. Also, once again. Sollte das Harz nicht reichen, dann gibt es einen zweiten Teil. Also, ihr seht schon, es ist auch nicht tragisch, wenn man mal über das Ziel drüber hinaus schießt. Ja, eigentlich wollte ich 300 einfüllen. Eingefüllt habe ich 330. Ja, dann muss ich halt die 10 auch noch mit entsprechend mehr an Harz dazu nehmen. Die 30. Also brauchen wir 180 Gramm Harz. Ja, das ist das Problem, wenn man zu viel nimmt, dann hat es im Becher nicht Platz. Und das soll jetzt nur umrühren. Naja, spannend. So, Blau. Das sind 5. Warum habe ich da 7 aufgeschrieben? 5. Also 8. Seltsam. Und dann füllen wir das Ganze wieder in unseren Eimer ein. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich leider schon. Es weht noch himmelweit. Ich denke, einen Becher können wir vielleicht nur anmachen, aber dann geht mir das Harz aus und es wird nicht reichen. Ich hoffe, dass wir dann den Stoß zwischen dem bereits festen Harz, weil das muss er dann aushalten, und dem neuen Harz, das ich dann bestellen muss, erstmal nicht zu sehr sieht. Wir machen jetzt nochmal 300. Und dann lassen wir es gut sein. Und dann hoffen und beten, dass die Menge an Harz nicht so viel ist, dass es da drin zu heiß wird. Super GAU wäre, wenn es so heiß wird, dass der Eimer schmilzt und die ganze Pampe bei mir in mein Pressure Pot reinläuft. Weil da würde ich es wahrscheinlich nie mehr rausbringen. Und damit dürfte es auch mein bisher harzintensivstes Projekt sein. Weil so viel Harz habe ich de facto noch nie auf einmal verarbeitet. Ja, jetzt sind wir ungefähr 2/3 voll. Heißt, wir bestellen nochmal Harz. Und dann geht es in dem zweiten Schritt weiter. Ihr dürft euch also auf einen zweiten Teil freuen. So, dann packen wir das Ding mal in den Pressure Pot. Ventile alle zu. Und dann geben wir mal Druck drauf. Schlauch drauf. Und langsam Luft reinlassen.
Wir gehen bis 45 PSI, weil ein bisschen höher und mein Überdruckventil bläst ab. Gut, und dann heißt's warten. Danke fürs Zuschauen und bis zum zweiten Teil dann.